geisteswissenschaftlichen inneren Erfahrung jetzt gleich anschließen und dann in die gemeinsame Diskussion gehen? Oder möchten Sie 5 Minuten Pause haben? Gleich weiter? Wunderbar. Dann darf ich Ihnen Herrn Dr. Friedrich bekannt machen. Er hat sich schon sehr früh verloren. Als er nämlich auf diese Welt gepurzelt war, hat er eigentlich gar nicht begriffen, warum er hier ist, wozu er hier ist, wohin er eigentlich tendieren soll. Und auf diese Art und Weise ist er schon als junger Mensch in einem gewissen Zustand der Verlorenheit auf die Suche gegangen nach Antworten. Und er hat dann sich sehr früh mit der Philosophia perennis, also mit der universellen Lehre, mit den Weisheitsschriften der Menschheit auseinandergesetzt, ist auch hängen geblieben an der Hermetik, weil sie sehr allumfassend ist, am Gnostizismus und am Rosenkreuzertum. Das ist auch der Grund, warum er der Mitbegründer und Beauftragte der Stiftung Rosenkreuz ist, weil er akribisch alles sammelt aus Geisteswissenschaft, Naturwissenschaft und Kunst, was in einer koordinativen Betrachtung den Menschen weiterführt auf seinem Weg zur Erkenntnis und zum Loslassen seines autistischen Egos. Ich darf Herrn Friedrich. Ja, herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Freunde, also ich möchte Ihnen heute Abend in dem, was ich sage, Erfahrungen zumuten. Ich leite das ein mit kleineren Erwägungen und führe Sie dann hin zu einer fundamentalen Erfahrung, die nicht eine gedankliche Sache ist, sondern eine richtige, tiefe Erfahrung ist, nachdem ich nun also mein ganzes Leben lang versucht habe, herauszubekommen, warum ich eigentlich hier auf der Welt bin und was das Ganze überhaupt soll. Ich also beinahe 40 Jahre lang einer spirituellen Bewegung angehöre, unzählige Bücher gelesen habe und mich vertieft, versenkt, meditiert und geöffnet und sonst was habe, kam schließlich eine Erfahrung zustande, die erst nach der Vereinbarung unserer Veranstaltung einstrahlt, die mir aber den Vortrag relativ leicht macht. Ich fange aber an mit der Bewusstwerdung, mit dem Punkt, den Herr Niems am Schluss hatte, und möchte mal ganz allgemein sagen, sich selbst verlieren, das ist etwas, was wir in kleinerem Maße jeden Tag tun, indem wir uns an irgendetwas hingeben. Ein Schreiner gibt sich hin der Tätigkeit, dass er ein Möbelstück anfertigt und er empfängt etwas zurück. Er verliert ein bisschen von sich und er empfängt das Ergebnis seines kreativen Wirkens zurück. Er merkt, der Mensch kann kreativ sein. Das prägt sich seinem Bewusstsein ein, verändert ihn. Ein Gärtner gibt sich hin, vielleicht, wenn er ein guter Gärtner ist, der Pflege der Anlage eines Gartens und er merkt, er empfängt, was es bedeutet, dass es Wachstum gibt in der Natur. Wachstum, Wurzel, Stängel, Blüte, eine Zweipoligkeit von Wurzeln und Blüte. Er merkt ein Grundgesetz des Wachstums in dieser Dreiheit. Das kann ich später noch erklären. Ein Team, was ein Projekt ausarbeitet, gibt sich diesem kreativen Prozess hin und merkt, man kann als Gruppe von Menschen kreativ sein und es empfängt etwas, in dem es sich ein bisschen verloren hat, meinetwegen, in einem kreativen Auftrag. So können wir sagen, wir verändern unser Bewusstsein fortwährend. Immer, wenn wir etwas tun und wir sind ständig daran, etwas zu tun, verändert sich etwas durch die Rückwirkung unseres Tuns an unserem Bewusstsein. Wir sammeln Erfahrungen, wir erleben etwas von dem, was aus uns herauskommen konnte oder auch nicht herausgekommen ist. Und so sagen wir, fortwährend arbeiten wir durch alles, was wir tun, an uns selbst, aber auch an der Natur. Denn wir wirken ja in einer Welt, zusammen mit anderen Menschen, in der Natur. Wir verändern sie, aber sie verändert uns auch durch die Rückwirkung. Und wir können sagen, wir sind in einen großen Prozess des Werdens aufgenommen. Diesen Prozess des Werdens nennt man Evolution. Und dieser Prozess des Werdens, so kann man vielleicht sagen, dauert ewig.
ein ewiges Werden, warum sollte die Evolution jemals zu Ende sein? Ich habe sehr in meiner Jugendzeit den Philosophen Ernst Bloch geliebt und er begann eines seiner Bücher mit den Worten: Ich bin, aber ich habe mich nicht. Deshalb werden wir erst. Das heißt, dieses Werden, dieses ewige Werden dient einem Prozess, dient einem Zweck. Dieser Prozess dient einem Zweck, nämlich dem Zweck, dass das Bewusstsein sich immer vollständiger empfängt. Ich habe mich nicht, ich umfasse mich nicht in meine Ganzheit. Deshalb sammle ich ununterbrochen Erfahrungen, ich werde, und dieses Werden dient in seiner Rückwirkung der Veränderung meines Bewusstseins, und in der Rückwirkung und immer weiteren Bewusstwerdung empfange ich immer mehr schließlich und endlich von mir selbst. Bis ich mich vielleicht eines Tages doch habe. Und dann setzt er seine Worte fort und sagt: Bin ist innen. Alles innen ist an sich dunkel. Damit das Dunkel nach außen, damit das Dunkel sich selbst sehen kann, muss es aus sich raus. Das Bin ist innen. Und innen ist es dunkel. Machen Sie mal die Augen zu. Innen ist es dunkel. Damit das, was innen ist, sich aber sehen kann, muss es aus sich heraus. Und da haben Sie nun einen interessanten Gedanken von einem Menschen, der sich Materialist nennt. Materialist nennt. Er sagt, die ganze Evolution ist ein Heraustreten eines Innen aus sich selbst. Das Erschaffen eines Außen. Das Erschaffen einer Zweipoligkeit. Das können wir natürlich sehr leicht überprüfen. Wir brauchen bloß die Augen aufzumachen. Mit den Sinnesorganen sehen wir das Außen. Wir gucken in den Spiegel und sehen uns von außen. Aber wir wissen ganz genau, wir haben auch ein Innenleben. Alle Werte, alle Sinngebung, alle unsere Motivationen kommen von innen. Und dann machen wir etwas damit im Außen, tragen wir sie aus, kriegen wir eine Rückwirkung. Und das Außen wirkt auf unser Bewusstsein und unser Bewusstsein verändert sich. Also dieses Innen und dieses Außen ist die Möglichkeit der Evolution, wenn man es mal so sehen möchte, überhaupt stattzufinden. Ich glaube, das ist deutlich, ne? Die Bewusstwerdung kommt von innen, ich handle, oder die Motivation kommt von innen, ich handle, die Resultate meines Handelns wirken wieder nach innen, und so kann es, wenn es gut geht, nach oben gehen oder auch nach unten, je nachdem, was ich da anstelle. Dieses Ich, dieses Bewusstsein, das innen ist, da sagt der Psychologe C.G. Jung, dieses Ich ist das Zentrum eines Bewusstseinsfeldes. Es macht mich zu einem Subjekt. Also er sagt nicht ein Verb, ich bin nicht eine Tätigkeit, sondern er sagt, dieses Ich macht mich zu einem Subjekt. Es ist das Zentrum eines Bewusstseinsfeldes und dieses Bewusstseinsfeld ist eingebettet in ein riesiges Unbewusstes. Nehmen Sie mal dieses Unbewusste mit dem Bild des Meeres, dann ist dieses Bewusstseinsfeld eine Insel. Eine Insel in diesem Meer des Unbewussten. Und diese Insel ändert sich fortwährend in ihrem Inhalt. Fortwährend tritt etwas anderes in mein Bewusstsein. Die Inhalte meines Bewusstseins sind, wie Sie gesagt haben, einmal tanze ich, einmal denke ich, einmal spiele ich, einmal schlafe ich. Die Inhalte sind völlig verschieden, unter Umständen in jedem Moment neu. Aber immer steht bei der Tätigkeit das Wort Ich davor. Ganz egal, wie oft ich irgendwas mache, immer steht Ich davor. C.G. Jung sagt also, das ist das Zentrum eines Bewusstseinsfeldes. Dieses Feld ändert sich ständig in seiner Größe, in seinen Inhalten, in seiner Tiefe. Es gleicht der Insel in einem Meer. Und nun kennen wir die schöne Metapher, es geht darum, dem Meer Land abzugewinnen. Dem Meer Land abzugewinnen heißt, bewusst zu werden. Ich bin, aber ich habe mich nicht. Ich muss noch eine Menge mehr ein Bewusstsein bekommen. Wofür eigentlich? Fragt sich das Bewusstsein. Reicht es nicht? Nein, es reicht nicht. Du hast dich ja noch nicht. Aber was soll ich denn bekommen? Du sollst die Ganzheit
bekommen. Du sollst nicht die Ganzheit bekommen, du sollst ganz werden. Und das Ganze eines Wesens ist sich, was uns betrifft, noch nicht bewusst. Das ist der ganze große Sinn der Evolution. Jede Handlung dient der Bewusstwerdung. Die zunehmende Bewusstwerdung soll den Ganzen, das Gesamtbewusstsein, das Allbewusstsein ermöglichen. So könnte man es sehen, so haben es unzählige auch gesehen und ein bisschen erlebt. Tja, nun möchte ich mal fragen, was könnte das denn nur sein, dieses Ganze? Der ganze Mensch, was könnte das sein? Wenn ich von außen anfange, dann sage ich, naja gut, ich bin ein Kind meiner Eltern und ich bin aus einer Eizelle herausgewachsen und so weiter, dann habe ich eine Erbschaft, eine Erbe von meinen Eltern. Aber heute die Quantenphysik sagt, ja, jedes Atom, und dazu gehört eben auch eine Eizelle, besteht zu 99,99999% aus Energie und nicht aus Materie. Und diese Energie, die in jedem Atom ist und in jedem Organismus ist, in jedem Organ ist, diese Energie ist nicht etwa eine spezielle Energie dieses Organs, sondern sie geht in den Kosmos rein, sie ist nicht aufteilbar als ein Hintergrundfeld, als ein energetisches Kontinuum. Und in diesem energetischen Kontinuum, was es überhaupt grenzenlos ist, bin ich plötzlich als ein Wesen, meinetwegen zunächst als eine Eizelle. Könnte es denn nun sein, dass aus diesem grenzenlosen Kontinuum, von dem die Quantenphysiker sprechen, sie sagen auch Wellenfunktion, allgegenwärtige Energie, sage ich mal, könnte es sein, dass in dieser allgegenwärtigen Energie so etwas herauskommt als ein Wesen? Denn daraus entstehen, so sagen die Quantenphysiker, alle Materie, materiellen Dinge aus diesem Kontinuum. Könnte es sein, dass da ein Wesen herauskommt und dass der Punkt in diesem Kontinuum, sage ich mal, wo die Welle zusammenbricht und eine Schöpfung herauskommt aus diesem Kontinuum, dass da die Wurzel meiner Individualität ruht, keinesfalls etwa hier im Sichtbaren, sondern ganz woanders? Eine Fragestellung. Das sind alles Gedanken, die der Kopf gedacht hat. Alles Kopf, was ich gerade gesagt habe. Jetzt geht es darum, wir haben doch auch Erfahrungen. Nicht wahr, wir haben Erfahrungen. Ich habe mein ganzes Leben lang gesucht nach Erfahrungen. Ich habe viele Bilder durchdacht, auf mich wirken lassen. Und ehe ich meine Erfahrung erzähle, möchte ich nochmal zwei Bilder vor Augen führen, damit es deutlicher wird. Wenn das Bewusstsein sich der Ganzheitlichkeit nähern möchte, dann muss es doch zugestehen, dass es selbst nur ein Teil ist. Nicht wahr? Das Bewusstsein ist ein Teil unserer Ganzheitlichkeit. Es ist ein riesiges Unbewusstes, was zu unserer Ganzheitlichkeit gehört. Vielleicht gehört sogar ein Überbewusstes zu unserer Ganzheitlichkeit. Jedenfalls muss das Bewusstsein sagen, und schon mal das Denken, was nur ein Teil des Bewusstseins ist, sagen, ich bin eigentlich nur ein Teil, ein Bestandteil. Und ein Bestandteil wird niemals von sich aus die Ganzheitlichkeit seines Wesens erfassen können. Ja, das habe ich auch frühzeitig so erlebt. Und dann gibt es dieses schöne Bild, ich bereite mich vor, ich bereite mich zu, dass die Ganzheitlichkeit von mir Besitz ergreifen kann. Das ist möglich. Es ist dann möglich, wenn die Ganzheitlichkeit meines Wesens, das Ganze, was immer transzendent ist, niemals sichtbar ist, dass das Ganze meines Wesens von mir Besitz ergreift. Ich bin zwar ein Teil davon, aber dann ergreift es von diesem Teil Besitz, diesem Bewusstsein. Und das bedeutet, und das haben viele Mystiker und Gnostiker beschrieben, ich lasse die Dunkelheit meines Wesens auf mich wirken. Denken Sie daran, Bloch hat gesagt, dieses Bin, dieses Ich, das ist innen. Und innen, da ist es dunkel. Ich lasse das Dunkel tief in mich eindringen und es passiert nichts.
Und irgendwann vielleicht geht ein Stern auf in diesem Dunkel. Ich habe gedacht, das ist der Stern, den er da zeigt. Das ist ein wunderbares Bild. Ich werde gleich noch näher darauf eingehen. Da geht in diesem Dunkel ein Stern auf. Oder ein anderes Bild mit diesem Ozean. Das Unbewusste ist dieser Ozean. Ich lasse einfach diesen Ozean in mich ein, soweit ich es aushalten kann. Jona, die wunderbare Geschichte von Jona. Der lässt den Ozean in sich ein, der wird da reingeschmissen in den Ozean. Und was passiert? Ein Walfisch verschluckt ihn. Das ist der Stern. Der Walfisch verschluckt ihn und nach 3 Tagen speit er ihn aus an Land. Und das ist das Bewusstsein, was er errungen hat. Das Land, das Bild für das errungene Bewusstsein aus dem Meer. Dieses ungeheure Bewusstsein hat er errungen, indem er verschluckt worden war von dem Walfisch. Das sind Erfahrungen, das sind keine Märchen. Und nun war es komischerweise so, dass ich also, nachdem ich dachte, naja, was soll aus mir in so einem spirituellen Weg noch werden, eine ganz komische Erfahrung hatte. Und zwar war das im letzten Winter. Das möchte ich jetzt erzählen, ich habe das noch nirgendwo erzählt, also Sie sind die Ersten, denen ich das erzähle. Nicht einmal meiner Frau habe ich das erzählt, aber die hat es gerade im Auto gelesen, diesen Text da. Also, es war so, dass ich also schlief nachts und plötzlich war ich wach. Und ich sah mich als, nicht etwa in meinem Körper, sondern ich sah mich als ein Punkt, als ein Bewusstseinspunkt in einem riesigen kosmischen Weite, als ein Punkt, aber hellwach. Hellwach, klar bewusst, in großer Wahrnehmungskraft war ich dieser eine Punkt. Kein Körper. Und ich sah, wie von mir als diesem Punkt Wellen ausgingen in alle Richtungen. In alle Richtungen gingen Wellen aus von diesem Punkt. Und ich merkte, wie diese Wellen schließlich in Körpern verschwanden. Ich sah mich im Bett liegen. Von diesem Punkt aus sah ich mich im Bett liegen. Und ich merkte, wie die Wellen, die von mir ausgingen, von diesem Punkt, in diesem Körper, der da im Bett lag, verschwanden, verschluckt wurden. Und es war mir ganz klar, es war ganz glasklar, es gab gar keinen Zweifel, ich bin dieser Bewusstseinspunkt, ich bin die Wellen, die von mir ausgehen und ich bin dieser Körper, der da liegt, in den die Wellen eintreten. Und in dieser glasklaren Situation erhob sich vor meinem Innern die Frage, kehre ich jetzt zurück zu dem, der da im Bett liegt? Das war die Erfahrung. Am nächsten Tag war ich dann aufgewacht und hatte das ganz klar, glasklar vor Augen und habe mich riesig gefreut. Denn unzählige Male habe ich bei Mystikern und Gnostikern ähnliche Erfahrungen gelesen, die alle gesagt haben, naja, der Mensch ist zweifach. Jetzt haben wir hier dieses Ich-Bewusstsein, aber hier sind wir vergänglich, aber da in einem anderen Pol unseres Wesens sind wir unvergänglich. Wir sind zweifach, unvergänglich und vergänglich, wobei das Wort wir ein bisschen schwierig ist, denn dieses Ich, von dem ich jetzt rede, ist eben das Vergängliche. Das andere sagt auch Ich, aber ist eben unvergänglich. Also das ist jetzt mit dem Ich ein bisschen schwierig, darüber können wir noch reden. Aber mir wurde auch klar, in der Reflexion über diese Erfahrung, die mir heute noch so glasklar vor Augen steht, wie ich sie gemacht habe, dass dieses Ich, was hier steht und zu Ihnen spricht, nichts anderes ist als eine Reflexion. Weiter nichts. Diese ausstrahlende Kraft eines ewigen, sag ich mal, Punktes, Bewusstseinspunktes, hat einen Gegenpol in der Materie, ich sage mal ein Handlungsorgan, denn dieses Ich war völlig unbewegt. Völlig unbewegt, in völliger Bewusstheit, aber ohne jede Bewegung. Von ihm ging diese Bewegung aus, endete hier in diesem Körper
Und ich begreife das so, dass dieser Körper nichts anderes ist mit seinem Bewusstsein als eine Reflexion eines ewigen Ich Bin, was durch meine Existenz Erfahrungen sammelt, was durch meine Existenz ein Bewusstsein erlangt in einer Form, wie es das bisher offenbar noch nicht gab. Keine Ahnung. Und mir wurde auch klar, dass der Prozess der Schöpfung, so ähnlich wie im Bloch schildert, obwohl Bloch Materialist ist, von innen, sage ich mal, von dem geistigen Pol nach außen wirkt, und zwar in jeder Sekunde, in jedem Moment fortwährend gehen von dem ewigen Pol des ursprünglichen, eigentlichen Menschen, sage ich mal, denn es ist ein menschliches, schöpferische Impulse aus, kommen hier an, werden aber nicht als solche erkannt, weil sie auf einem ganz hohen Niveau sich befinden. Aber Meister Eckhart zum Beispiel hat sie genau beschrieben. Über den hatten wir letzten Monat ein Symposium, deshalb ist mir das noch so bewusst. Meister Eckhart hat es genau beschrieben, wie in jedem Moment eine Neuschöpfung stattfindet, aber auf einer so hohen Seelenebene, dass das normale Bewusstsein das erstmal nicht merkt. Das Ebenbild der Gottheit wird fortwährend in mich hinein projiziert. Aber wenn mein Bewusstsein viele Lebenserfahrungen hat, merke ich es doch. Und so komme ich natürlich zu bestimmten Ergebnissen in Bezug auf die Frage, wer bin ich? Auch in Bezug auf die Frage, was ist nach dem Tod? Und vielleicht auch in Bezug auf die Frage mit dem allmächtigen Gott. Diese Frage stellt sich mir doch anders dar, denn ich sehe, dass die Schöpfung vollzogen wird von den Gottessöhnen. Der allmächtige Gott hat den Vollzug der Schöpfung den Gottessöhnen anvertraut, die aber noch nicht voll bewusst sind, sondern auf einem ewigen Weg der Bewusstwerdung sich befinden, und auf diesem Weg ist alles möglich. Herzlichen Dank. Zwei Dinge möchte ich sagen, ehe wir in die Pause gehen. Die Schwierigkeit unserer Doppelnatur ist extrem. Weil wenn wir uns bewusst sind, dass wir, der ewige Anteil möglicherweise, diesen Körper haben, dass wir Gefühle haben, dass wir Gedanken haben, an denen wir Erkenntnisse schaffen können, dass wir aber nicht diese Gedankengefühle sind, dass wir auch nicht der Körper sind, dass wir aus dieser Gefangenschaft der Identifikation mit unserer zeiträumlichen Gestalt und unseren Empfindungen immer wieder in eine Diskrepanz kommen und dann Verwechslungen auch vorliegen, dann ist das ein, glaube ich, ein wichtiger Erkenntnisschritt. Und mir fiel ein Satz ein zu dem, was aus beiden Vorträgen herauskam. Und dieser Satz, den hat ein Mystiker ausgesprochen, ein moderner Mystiker, nämlich Mikhail Naimi, der sagte, Gott hat den Menschen nötig, um sein Leben zu leben. Und so ist es in Wahrheit. Ich habe noch was Wichtiges vergessen, mit dem sich selbst verlieren, alles gewinnen. Das ist natürlich eine Beziehung, die ich aufgebaut habe zu diesem anderen Pol. Und die erlaubt ein vollständiges sich selbst verlieren in diesem Ewigkeitspol. Und von dem heraus kommt in dem nächsten Moment der Neuschöpfung alles. Ist das deutlich geworden? Vielleicht denken Sie, das ist Spinnerei, aber es ist eine Erfahrung. So, meine Damen und Herren, ich glaube, wir machen jetzt
gute 10 Minuten bis Viertelstunde Pause und würden uns sehr freuen, wenn wir uns dann alle wieder hier zusammenfinden, um in den Dialog zu kommen, um uns miteinander auszutauschen, denn das ist immer das Fruchtbare, was wir dann alle mit nach Hause nehmen für die nächsten Wochen.